heiter Punkten im Nachholspiel kommt der FC Chelsea. Die Gunners in den roten Trikots von Beginn an. Das bessere Team. Vierte Minute über Declan Rice. Gut, die Abwehr aufgemacht und dann Trossard mit dem 1:0. Sein 10. Saisontor gegen Bayern und Villa nicht getroffen. Beide Spiele verloren. Zuletzt die Spiele darum. Die hat er allesamt mit einem Tor dann beenden können. Dann Tomiyasu am Boden. Jackson trifft ihn. Sah sehr, sehr hart aus, aber er hat dafür nicht einmal Geld bekommen. Viele haben da sogar rot gefordert. Declan Rice mit einem sehr, sehr guten Spiel. Hier mit dieser Chance in der Jugend, bis er 14 war. Bei Chelsea gespielt, wurde entlassen unter Tränen damals. Wie er sagte, für ihn ein besonderes Spiel. Bei Chelsea fehlte Cole Palmer, der beste Torschütze. Der fehlte an allen Ecken und Enden. Hier nach einer gut halben Stunde die einzig richtig gute Gelegenheit durch Enzo Fernandes. Ansonsten war wenig zu sehen. Ja, Chelsea 8 Spiele umgeschlagen, aber einfach nicht gut genug. Und im zweiten Durchgang wurde es richtig deutlich. 51. Minute, Kai Havertz, der ja auch mit Chelsea Vergangenheit 20 bis 23 bei den Blues gespielt, Champions League-Sieger geworden, mit ihnen das Tor ja im Finale erzielt, hier nicht getroffen. Das 2:0 in der 52. Minute über Umwege. Ben White mit dem Treffer. Chelsea einfach zu weit weg. Sie haben es nach vorne nicht hinbekommen, irgendwie Tempo aufzunehmen, Arsenal zu öffnen. Hinten waren sie zu weit weg und auch nicht dynamisch genug. Arsenal hatte immer wieder Momente, in denen sie das Tempo verschärfen konnten. Wie zum Beispiel hier, 57. Ödegaard, Megaball auf Havertz, Megator, 3:0. Gegen seinen Ex-Club, das ist hier der Ball von Ödegaard. Der ist ein absoluter Traum auf Havertz. Wunderschön gespielt und damit der Treffer. Und es sollte bei Havertz sogar noch einer folgen. Der ist in herausragender Verfassung, wird aber auch nicht angegriffen. In den Pfosten, sein 11. Saisontor. Das Ganze in der 65. Minute. Havertz auch heute wieder richtig gut. Aber es sollte noch ein Treffer folgen. In der 70. Ödegaard. Zweiter Assist, wunderschön auf Ben White. Das wollte der so nicht. Aber trotzdem herausragend. Arsenal ja zuvor wieder gewonnen gegen die Wolves nach der Niederlage gegen Aston Villa. Hier mit einer Demonstration. Letzte Gelegenheit auch nochmal für die Gunners. 88. Vieira. Dabei blieb es. Arsenal in allen Belangen besser und einfach mehr Einheit. Chelsea geht unter. Arsenal erhält die Titelträume am Leben mit einem 5:0 Boost.